Hafenplatz Münster. Wenn die Sonne in der Stadt scheint, erweckt brasilianischer Flair in den Sportbegeisterten. Die beste Möglichkeit, um das gute Wetter auszunutzen, ist Beachvolleyball. Vom 28. bis 30. Juni konnten sowohl Hobby- als auch Profispieler ihre Fähigkeiten beim Urlaubsguru Beach Cup unter Beweis stellen. Viele verschiedene Teams konnten auf mehreren Flächen beim Jugendcup, Teamcup und WVV Premium Cup gegeneinander spielen. Das Turnier war also sehr vielfältig aufgebaut. Vom Gelände hier, von der Fläche, wir haben den ganzen Hafenplatz bebaut mit zwei Spielcourts. Einmal hier den großen Centercourt mit knapp 600 Sitzplätzen. Dann haben wir hinter dem Centercourt noch einen Nebencourt aufgebaut. Und drumherum halt unsere ganzen Sponsorenstände, ein paar Aktionsstände, hinten unser Athletendorf, Pressebereich. So ist die Struktur hier auf dem Platz am Hafen. Und wir haben noch ein zweites Gelände, das ist beim Blau-Weiß-Aasee, wo auch nochmal zwei Courts gespielt werden. Das ist ca. 5 Kilometer von hier. Und da schatten wir die Spieler hin und her den ganzen Tag. Nach dem erfolgreichen Pilotturnier 2018 war der Urlaubsguru Beach Cup dieses Jahr nicht nur an einem, sondern gleich an drei Standorten. Es begann in Köln, ging dann auf Norderney weiter und endete in Münster. Und die Teilnehmer konnten sogar einiges gewinnen. Ja, einmal ist es ausgeschrieben hier 5.000 Euro Preisgeld, das kommt nicht allzu oft vor auf dieser Ebene. Und zum anderen können die um wichtige Ranglistenpunkte des Deutschen Volleyballverbandes spielen, die nachher zur Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften in Timmendorf berechtigen. Trotz der hohen Temperaturen waren die Spieler sehr ehrgeizig. Mit unterschiedlichen Zielen gingen die Spieler in das Turnier rein. Ich sag mal, jetzt noch ein Spiel gewinnen, fünfter Platz, dann können wir heute Abend zufrieden schlafen. Also wir sind schon raus, okay. Aber wir sind eigentlich ganz froh, dass wir überhaupt mitgespielt haben, weil für uns ist das eigentlich schon eine starke Leistung. Ja, und wir hatten leider, sag ich mal, Lospech und hatten zwei sehr starke Teams, die absolut verdient gegen uns gewonnen haben. Für freien Eintritt konnten die Zuschauer spannenden Beachvolleyball, eine gute Atmosphäre und sogar auch kalte Momente auf der Wassertribüne genießen. Ja, wir waren das erste Spiel, waren wir auf dem Sidecourt. Da war noch nicht so viel los, aber jetzt kommen wir hier hin und jetzt ist es schon deutlich mehr los. Wetter ist vielleicht ein bisschen warm, aber man sieht ja, sind genug Zuschauer noch da und es ist ganz cool. Generell von den Zuschauern wird es auch eigentlich mal gut angenommen. Jetzt haben wir heute natürlich extreme Wetterbedingungen mit 35 Grad auf der Tribüne. Ich denke mal jetzt gleich, wenn die Sonne ein bisschen weiter dreht und es ein bisschen ruhiger wird von der Hitze her, dass auch die Tribünen dann voll werden.